Test 1, 2, 3. Blablabla. Herzlich willkommen zurück in der Vault 34 hier bei Fallout New Vegas. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Und wir haben hier gerade ein Terminal gefunden. Und unsere Wissenschaftsfähigkeit ist einfach zu scheiße. Aber ich hoffe, wir finden einen anderen Weg, hier in dieser Vault weiterzukommen. Tür zum Waffenhaus. Das klingt schon mal interessant. Tür zum Waffenhaus. Ja, Tür zum Waffenhaus. Auf jeden Fall ein großes Dankeschön an euch, dass ihr wieder mal dabei seid. Es freut mich wirklich sehr. Ich habe diese Folgen jetzt ein bisschen vorproduziert, wegen Gamescon und so Geschichten. Oh. Klingt überhaupt nicht gesund. Oh, das sieht jetzt auch nicht sehr gesund aus. Na. Danke, Boon. Oh, fuck. So ein scheiß leuchtender Spinner. Oh Gott. Sind wir ihn los. Uff. Oh oh, noch einer. Und unsere Verstrahlung steigt und steigt. Wir müssen mal ganz kurz hier ein bisschen was für unsere Gesundheit tun. So. Oh, Stimpack schadet auch nicht. Könntest du jetzt bitte sterben? Fuck, ey. Kackleuchtende Gule. Machen das Leben nicht sehr angenehm, die Viecher. Und da sind noch mehr. Müssen wir einen Schlüssel finden. Vielleicht, hoffentlich finden wir den auch noch. Scheiß Strahlung hier überall. Nachladebank. Okay. Okay, wir können nur diese Munition zerlegen. Okay. Wo finden wir die blöden Schlüssel für die Vault hier? Das Sofa hinsetzen bringt auch nichts. Hier Pistolen und Patronenmagazin sind wir jetzt überladen. Tatsache. Ja. Schusswaffen um 4 erhöht. Toll. Haben wir jetzt 104? Nee. Okay. Schade. So, wo finden wir die blöden Kackschlüssel, damit wir hier weiterkommen? Was sagt denn die Karte? Die Karte ist leider nicht sehr genau. Weitersuchen.
Ich weiß so überhaupt nicht, wie wir hier weiterkommen sollen. Wir brauchen hier irgendwie einen Schlüssel. Ich mach kurz mal eine Pause und ja, Schande über mich. Ich google. So, ich hoffe, ich habe nicht vergessen, das jetzt rauszuschneiden. Aber es hat ja nicht lange gedauert. In diesen überfluteten Ebenen schwimmen Leichen rum. Und die haben Passwörter für die Terminals, mit denen wir die Türen öffnen können. Tada, so einfach ist das. Ihr wusstet das natürlich. Höchstwahrscheinlich. Einige von euch zumindest. Gibt's irgendwas, damit wir länger speichern wir mal ganz kurz, bevor wir ertrinken. Gespeichert. Gleich fast. Jetzt. So. Hilfsmittel. Feuerresistenz, temporäre Abhängigkeiten entfernen. Körperteile wiederherstellen. Nö, 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 nö. Gut. Dann wollen wir da mal rein. Okay, ich glaube, dann ist das hier das falsche Gewässer. Hier war auch irgendwo ein Terminal, oder nicht? Na gut, schauen wir erstmal nach dem anderen. Genau, das war die Tür, die zu ist. Boah, Gott, hast du mich erschreckt. Blöde Sau. Irgendwo gab es hier, glaube ich, auch noch ein Terminal auf dieser Ebene. Die Verstrahlung nimmt auch wieder zu und zu und zu. So, hier ist die andere Wasserfurche. Hoch, falsches X ist das, um die Verstrahlung wegzumachen. So, das war das Kennwort. Gibt es nur das eine oder gibt es davon noch ein zweites? Notizen. Bonewool. Schauen trotzdem nochmal, ob da noch jemand schwimmt. Nein. Das ging ja flott. Ah, die Verstrahlung macht uns schlechter. Oder was ist das jetzt? Hä?
Stärke und Bewegung runter. Stimpack-Krankheit. Na toll. Boon, hast du noch Platz? Nee. Ah, das ätzt gerade. Die war eigentlich gar nicht so kaputt. Das ist blöd, dass wir die wegwerfen. Und einen anderen Scheiß haben, den wir wegwerfen können. So, haben wir noch irgendwas, was wir essen können? So, jetzt können wir uns wenigstens wieder bewegen und suchen. Das Kack-Terminal. Was dem Packer nachgelassen, sehr schön. Hier oben war das Terminal, glaube ich, schon. Oder? Bin gerade so gar nicht mehr sicher. Also ich glaube auf jeden Fall, dass es hier auch irgendwo eins gab. Schon zügig hier durchbewegen. Weil die Strahlung nicht unbedingt weniger wird. Und wir auch nur bedingt Red Away haben. Hier ging's hoch. Da drin war das Terminal, glaube ich. Ja, das sieht doch gut aus. Willkommen, willkommen in der Vault, bla. Warnung Überflutung, Warnung Reaktor. Protokoll. Okay, hier war auf jeden Fall ein Terminal, nur nicht, nur keins, das wir brauchen können. Dann gehen wir wieder runter. 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 Flott geht's runter. Das war, wo sie die Tür aufgestoßen haben. Und war hier unter Wasser. Dann war hier auch kein Terminal. Alles so ein bisschen verbarrikadiert, aber auch kein Terminal. Das hier war die Klinik. Ging es hier hinten weiter. Und dann war es das auch schon im Großen und Ganzen. Genau, hier war noch Wasser. Ah, hier war noch ein Terminal. Nein! Ich dachte, der... Ich dachte, das gehört dazu. Ich habe da auch noch nur die eine Leiche gesehen.
Vielleicht sollten wir hier vorne doch nochmal schwimmen gehen. War das hier? Nee. Hier. Okay, speichern wir hier doch nochmal. Toll, und ich habe vergessen, wann ich die Folge angefangen habe aufzunehmen. Ah, ich glaube, ich weiß es wieder. Leiche. Hängt die da unterm Tisch ab. Alles cool. So. Oh, safe. Das war jetzt aber ein glücklicher Zufall. Relax, right away, sehr schön. Genau das, was wir brauchen. Dietrich von Vegas. Hui. Das freut mich jetzt. So, jetzt können wir das Terminal auch benutzen. System. Pumpenstation aktivieren. Protokoll. Bla bla bla. Ist das Wasser jetzt weg hier? Na, ein weiter. Huch. Ja. Das war das, wo wir gerade runtergeschwommen sind. Hier ist die gute Leiche, der leere Schreibtisch. Leere Spind. Alles weggeschwemmt worden. Wo geht's hier hin? Sicherheitsstation A öffnen? Nö, nö, nö. Oh, doch, doch, doch. Wir wollen ja eh die ganze Vault erkunden, also von daher rein da. Gehen wir halt ein bisschen später in die Waffenkammer. Na toll, die hat da. Ich dachte, da hier alles überflutet war. Gibt's jetzt keine Arschgule. Uah. So, schon besser. Hallo. Bin der Freundliche von ihm an. Fragment des Aufseherjournals. System. Schloss für Aufseher öffnen. Sehr schön. Sicherheitshelm, Schreibtisch, Kronkorken. Ich hätte gerne noch ein paar gepanzerte Vault-Anzüge. Das wäre total cool. Da haben wir noch einen. So. So, jetzt sehen wir wenigstens aus wie die anderen hier. Ob das jetzt gut ist, mag ich zu bezweifeln. So ein Anti von Zombie gefressen Helm. Hui. Da platzt da vor Freude. Blöde Spinnersau. Wie, das war schon hier?
Okay. Von mir aus können wir jetzt in die Waffenkammer. Finde ich gut. So. Und Waffenkammer ist hier lang, glaube ich. Jawohl, zum Waffenhaus. Uiuiui, ich freue mich. Hoffentlich gibt es irgendwas Cooles, was Bumradazong macht. Jetzt, wo wir den Code haben für die Tür. Laden wir mal eben nach. Gab es nicht ein Terminal hier unten? Oh hey, wo kommst du denn her? Wie war so, dass hier unten irgendwo ein Terminal war? Jetzt auch wieder Hallos? Gut, dann ist hier kein Terminal. Dann müssen wir wahrscheinlich jetzt erstmal wieder nach ganz oben laufen zum Aufseherbüro, um dann die Tür hier unten im Waffenraum zu öffnen. Was ein Stress. Aber wir haben definitiv die Tür zum Waffenraum geöffnet. Das, nicht Waffenraum, sondern zum Offiziersdingsbumsi. Und das ist ja genau die andere Seite von der Klinik. Genau, da hatten wir die Pumpenstation aktiviert, um hier reinzugehen. Bisschen wild hin und her laufen. Kommen wir jetzt hier durch? Ja. Quartier des Aufsehers. Da kommen gleich bestimmt noch eine Menge Leute auf uns zu. Nimm das. Es geht ab, Wachmann. Boom. So, Terminal. Okay. So wie es klingt, sind die frei da hinten. Ups, und von hinten kommen auch noch welche. Pass auf die auf. Okay, die kommen dann früher oder später auch raus. Hat unsere Resistenz schon wieder nachgelassen? Ja. Red X right away. Wow. Oh, das ist der Aufseher.
Haha, nachladen. Du bist voll der hässliche Typ. Deswegen bist du bestimmt Aufseher geworden. Ja. Du bist aber eine strahlende Persönlichkeit, Schätzchen. Blöde Sau. Alles mitnehmen. Zigaretten nicht. Zigaretten sind tödlich. So wie ich. Okay. Bleistift. Kennwort des Aufsehers. Redex. Bleistift. Okay. So, wir haben den Aufseher besiegt und stehen nun hier in seinem Aufseherraum. Cool. Und sind damit auch am Ende der heutigen Episode von Fallout New Vegas. Ja, es tut mir leid, es ist schon wieder vorbei. Aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn ihr morgen auch wieder dabei seid in einer neuen Runde von Fallout New Vegas. Ich wünsche euch einen wunderbaren Resttag und wir sehen uns hoffentlich auch morgen in einer neuen Runde. Vergesst nicht, den Daumen nach oben zu geben, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr das erste Mal dabei seid. Würde mich freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Lasst doch am besten dafür ein Abo da und alles Gute. Haut rein. Ciao.